Und ich sage noch mal ganz kurz, ihr steht ziemlich gleich. Also es kann daher noch ziemlich spannend werden. Und ich sage euch die Frage. Wie viele Fotos kann man maximal auf einem Tinder-Profil hochladen? Ich schaue in Augen, die mir etwas sagen wollen. Nein. Wie viele Fotos kann man maximal auf einem Tinder-Profil hochladen? Okay, ups, ihr habt beide eine Zahl aufgeschrieben und jetzt müsste Hartnett sagen, ob sie mitspielt. Ja, und dafür müsste ich jetzt auch 200 legen. Genau. Zahl 200 und Sido checkt. Und ich gebe euch direkt den ersten Hinweis. Auf Instagram kann man in einem Post mehr Fotos teilen als insgesamt auf Tinder. Bei Instagram kann man in einem Post mehr Fotos teilen als insgesamt auf Tinder. Muss ich was sagen? Du musst was sagen, kannst checken oder setzen. Nee. Da bist du raus. Da bin ich raus. Okay, Hartnett ist raus und somit geht der Pott an Sido. Ja. So, und Sido weiß aus seiner Pokererfahrung, wenn keiner eine Ahnung hat, wenn keiner eine gute Hand hat, dann gewinnt der aggressivere Spieler. Die Lösung ist 9. 9 Fotos. 38? Meine Vermutung ist, in den frühen Runden, wo man sich noch nicht sicher sein kann, wird der Hartnett richtig häufig unter Druck setzen, immer wieder 400 setzen und dann die 400, die im Pott sind, schon einsammeln. Wir kommen direkt zur nächsten Frage. Und es bleibt spannend, ihr seid im Grunde nur 100 Euro voneinander entfernt im Moment. Also da kann noch viel passieren und es kann aber auch trotzdem schon mit dieser Runde alles zu Ende gehen. Hier kommt die Frage. Wie oft gähnt ein Mensch durchschnittlich am Tag? Laut einer Studie der Cleveland Clinic. Wie oft wird bei einem Menschen gegähnt am Tag? Also wie oft gähnt er oder sie am Tag? Im Durchschnitt. Das ist so. Ich habe viel, glaube ich, zu viel. Ich glaube, jetzt mittlerweile denke ich, war zu viel. Ja? Okay, aber ihr habt beide eine Zahl abgegeben, ist gut. Und ihr seid beide im Spiel, wie ich sehe. Also warte, ich muss noch 100 nachlegen. Ja, richtig. There you go. Ja. Okay, und ich gebe euch den ersten Hinweis. Wer tagsüber jede Stunde einmal gähnt, liegt über dem Durchschnitt. Müsste man wissen, wie viele Stunden so ein Tag hat. Aber das verrate ich euch nicht. Minimum 200. Okay. 200. Beide seid ihr dabei. Sehr gut. Dann gebe ich euch noch einen Hinweis. Rechnet man alle Gähner zusammen... Den Durchschnitt aller Gähner. Ja, rechnet man alle Gähner zusammen, würde man etwa eine Minute am Stück gähnen. Das heißt also, ne, wie lange man gähnt. Ja. Das ist halt die Frage, wie lange man gähnt. Aha. Mhm. Was sagst du? Ja. Kommt hin. Nochmal 200? Ja. Okay, nochmal 200 von beiden. Dann sage ich euch jetzt die Lösung. Es ist 10-mal. 10-mal. Und ungefähr 6 Sekunden ist die durchschnittliche Gähnlänge. Und im Durchschnitt wird 10-mal pro Mensch pro Tag gegähnt. So, möchtest du noch mal was setzen oder checken oder aussteigen? Dann check ich mal. Du checkst? Ich auch. Ihr checkt beide? Ja. Gut. Dann wisst ihr jetzt die Lösung. 10-mal und Hartnett sagt, was passiert. 26. 15. Und du? 15. Das heißt, du bist näher an Sido. Ja, gut gemacht. Let's go. Okay, Sido hat jetzt 3150, hat nicht aber immer noch 1850. Yeah. Es bleibt also weiter spannend. Alles ist noch möglich und wir kommen zur nächsten Frage. So, ich weiß nicht, wie oft und wie gerne ihr essen geht. Oh ja. Und was so. Also, ne, ob irgendwie nur an der Dönerbude oder Sternerestaurant. Denn ich möchte von euch wissen, wie viele 3-Sterne-Restaurants gibt es aktuell in Deutschland? Also das ist die Höchstwertung des Michelin Guides. 3 Sterne. Wie viel davon haben wir in Deutschland?
wie viel Top 3 Sterne Restaurants? Die Zahl schreibt bitte auf. Guck mal, jetzt war die Frage, wie oft war ich schon in so einem Restaurant? Und warst du in 3 Sterne oder 2 Sterne oder 1 Sterne Restaurants? Und hast du alle durch? Oder wusstest du, oh, da ist noch einiges abzuarbeiten? War schon überall. Okay. Das ist halt die allerhöchste Auswahl. Okay. So, okay. Go. Wir haben die Zahlen. Ihr habt gesetzt. Du müsstest noch mal erhöhen, wenn du dabei bist. Zahlt der 100, Sido checkt. Und ich sage euch einen Hinweis. In Berlin, Hamburg und München gibt es jeweils 1. Es ist in Berlin das Rutz, in Hamburg The Table und in München das Jan. Diese 3 gibt es. Also jeweils 1 in diesen 3 steht. Aber wie viel insgesamt? Wie viel ist das? 500. 500? Und Hartnett geht mit. Okay, ich gebe euch den nächsten Hinweis. Mit der gesuchten Zahl in Euro kann man sich im bekanntesten 3-Sterne-Restaurant Deutschlands, im Hotel Traube Tonbach, kann man sich mit der gesuchten Zahl in Euro nicht mal ein halbes Glas Champagner leisten. Ich checke, sag du mal was. Du checkst? Ja. Ich check auch. Joko hat da mal Praktikum gemacht, ist das richtig? Ja, ich habe da 2 Tage gekocht. 2 Tage? Gekocht. Als Sie die Sterne bekommen haben, oder? In der Traube? In der Traube, ja. Mit Thorsten Michel, liebe Grüße, der Küchenchef. War eine unfassbare Erfahrung. Aber das Essen, was ich gekocht habe, ist nicht rausgekommen. Ich wollte gerade sagen, hat man das serviert? Nein, aber ich wollte mal wissen, wie das ist und war da 2 Tage und durfte da 2 Tage... Ach so, jetzt, nicht früher irgendwann. Nee, vor 5, 6 Jahren. Also für das JWD, für diese Zeitung, die ich mal gemacht habe, dieses Magazin, war ich da. Aber unfassbar. Wow. So, ihr habt beide gecheckt, dann sage ich euch gleich die Lösung. Es sind genau 10. 10 3-Sterne-Restaurants gibt es in Deutschland. Und wie sieht's jetzt aus? Nochmal checken. Ich check auch. Checken. Das heißt, jetzt schauen wir, wer muss zuerst aufdecken? Wenn jemand den Pott haben will, soll er zeigen, was er hat. 8. 30? 30, oh, das heißt Sido. Ich dachte, du hast 10. Da war er sich jetzt nicht so sicher. Aber ich glaube, wenn Hartnett da gesetzt hätte, hätte er mit den 8 bezahlt. War sich nur nicht sicher genug, um selber zu setzen. Okay. Ja. Geht ihr wirklich da gerne hin in so in Sternrestaurants oder gar nicht so? Gar nicht. Nee. Ich war in der Traube. Ich war schon. Du warst ja. War sehr zu empfehlen. Sehr zu empfehlen. Aber nur da oder auch schon in anderen von den 3 Sternen? Ich war schon. Ich bin rumgekommen. Du bist rumgekommen. Okay. Gut. Okay. Ich sag mal ganz kurz: Sido hat jetzt ganz schön vorgelegt und hat 3.850. Ich bin auch schlau. Du musst dir merken, dass immer, wenn ich meine Karten aufdecke, was da für eine krasse, richtige Antwort ist. Du hast Angst vor mir. Hab Angst. Jetzt geht's los. 1.150 hast du aber noch. Ne? Bisschen habe ich noch, komm. Aber wir erhöhen noch mal die Blinds. Mhm. Und zwar auf 200 und 400. So, das heißt, die nächste Frage... 200. Die nächste Frage könnte die letzte sein. Ja. Muss aber nicht. Jetzt geht es um DSDS. Boah, lieb ich. Denn ich möchte wissen, in welchem Jahr wurde die erste Staffel Deutschland sucht den Superstar ausgestrahlt? In welchem Jahr gab es die erste Staffel von DSDS? Schreibt die Jahreszahl bitte jetzt auf. So, Sido. Ich war da jung, da war ich noch jung. Da warst du noch so. Aber auch da hast du noch Mattscheibe gemacht, ne? Ich hab auch Mattscheibe gemacht. Hab ich noch bis vor 2 Jahren sogar. Wirklich? Ja. Also daher. Da hast du schon Mattscheibe gemacht. Da hab ich aber schon Mattscheibe gemacht. So. Okay. Mhm, das ist gewesen. Fangen wir mit einer 2 an, Leute. Nee, wir fangen mit einer 1 an. Wir müssen mit einer 1 Kann ich nicht sagen. Ich hab schon geschrieben. Ich bin schon fertig. Aber kein Druck. Mit der Mattscheibe angefangen habe ich 1994. So. Ich glaube, das ist so falsch. So lange ist das schon her. So, aber wann war die erste Staffel? Wann hast du angefangen mit Mattscheibe? 1994. Wow. 10 Jahre vorher. Mhm. Ja.
Und du hast aufgeschrieben? Ja. Alles klar, seid ja. ihr beide dabei? Ja. Machen wir 200, ja? Ja. So, dann sage ich euch den ersten Hinweis. Die erste Folge von Germany's Next Topmodel war erst 4 Jahre später. Ach, jetzt war's. Jetzt. Hast du es verwechselt? Nee, jetzt, wo du Germany's Next Topmodel sagst, da weiß ich Bescheid. So, willst du deswegen noch mal erhöhen? Muss ich was sagen? Wer muss? Nein, ich? Du bist erstmal hart, ne? Nochmal. 400 Minimum. Ach so, 400 alles. Mach all in. Ja. Oh, was, bist du wirklich all in? Ja. Okay. Ich call! Ja. 750. Na, du musst nicht all in, du musst nur 750 setzen. Gut, aber du hast 750 jetzt, du musst aber nicht, du musst gar nicht stehen, du darfst aber stehen. Ich will laufen, ich will laufen. Ich will stehen. Okay. Das heißt, es könnte jetzt sein, dass du raus bist und wir einen Gewinner haben. Es kann aber auch sein, dass es noch mal weitergeht. Let's go. Noch nicht sofort aufstehen. Bisschen die Spannung. Gerhard Schröder konnte die ersten Folgen als frisch wiedergewählter Bundeskanzler genießen. 2004. Nein, die Lösung ist 2002. Und wer deckt zuerst auf? Mach du. Hartnett hatte 2002 und wir haben 2001 und wir haben 2004. Ja. Das heißt, Hartnett hat den. Super, jetzt ist es wieder ausgeglichen. Jetzt sind sie beide wieder sehr ähnlich in Chips. Und das Heads-up geht noch ein bisschen weiter. Ich freue mich. Und obwohl wir nur noch 2 Spieler haben, kann das noch lange weitergehen, weil ihr habt euch jetzt wieder angenähert. Jetzt haben wir nämlich Sido mit 2700 und Hartnett mit 2300. Also so weit seid ihr da gar nicht mehr voneinander entfernt. Und wir kommen zur nächsten, vielleicht finalen Frage. Aber wir wissen es nicht, es kann auch noch eine ganze Zeit weitergehen. Mir ist so heiß. Wir machen die nächste Frage. Leute, ich mach dich pleite. 200, 400. So. Und die Frage lautet, also ich denke, jeder hat damit schon mal Erfahrung gemacht in seinem Leben. Wie viele Felder hat das äußere Kreuz beim klassischen Mensch ärgere dich nicht Spiel? In der ganz klassischen Variante für 4 Personen. Das äußere Kreuz. Wie viele Felder? Mhm. Das heißt äußere. Nur das äußere. Komplett äußere Kreuz. Wenn man aussetzen muss und so, kommt man ja da irgendwie nach rein. Ja. Da gibt's auch noch. Aber das äußere Kreuz, also die Felder, die man setzen kann, ne? Die man so. Geht. Ja. Genau. Nicht, also keins von den Startfeldern und auch nicht, wo man irgendwie hin muss, sondern nur dieses äußere Kreuz. Mhm. Wie viele Felder sind das? Die Zahl möchte ich von euch. Okay. Die du halt einmal durchgespielt im Kopf. Mhm. Ja, bei die Zahl aufgeschrieben. Mhm. Du müsstest noch mal 200 zusetzen. Okay. Dann sage ich euch den ersten Hinweis. Es sind 24 Felder weniger als beim Schach. Mhm. Setzen oder checken? All in. All in. Wow, wow, wow. Dann musst du auch all in. Oder lassen? Jetzt machen wir. Okay, das bedeutet. Warum habe ich auch so ein enges Kleid angezogen? Das bedeutet, wenn Sido näher dran ist, hat er gewonnen und ist der Sieger. Und wenn du näher dran bist, geht es noch mal weiter. Dann hat Sido nicht mehr viel, aber er kann noch mal spielen. Ich habe genau 42. Ja, so, aber du weißt ja noch nicht, ob es stimmt oder nicht. Also, na, denn ich sage jetzt die Lösung. Mhm. Es sind exakt 40. 40 Felder sind es. So, wer ist zuerst dran? Ich will jetzt erzählen. Wer ist dran zuerst? Egal. Sido hat schon geworfen. 42, 48. Sido hat gewonnen. Wir haben einen Sieger. Gratulation. Super gespielt. Tolles Spiel.
War echt Spaß, ja. War echt geil mit euch. Das war richtig cool. Wahnsinn. Ein Wahnsinnsspiel. Haben wir gespielt. Das war super spannend. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Wir müssen einmal kurz auf Klar warten. Du hast das wieder verpasst. Die Leute gewonnen. Vielen, vielen Dank. Das war das Duell um die Welt. Bis zum nächsten Mal.